Hallo meine Lieben, schön, dass ihr auch jetzt da seid. Hallo auch von meiner Seite. Genau, wir sind heute jetzt zu zweit da. Ich hoffe natürlich sehr, du hast dir, bevor du dieses Reading jetzt anguckst, das Reading für dich angesehen. Denn hier geht es ja jetzt darum, um die Energien deines Seelenpartners oder deiner Seelenpartnerin. Ja, und es wäre sehr, sehr hilfreich, denn dann verstehst du dieses Reading besser, wenn du dir zuerst den ersten Teil der Seelengefährten, nämlich Energien und Heilungsimpulse, für dich selbst ansiehst. Kurz vorneweg noch etwas Technisches. Ihr merkt schon, die Licht- und Wetterverhältnisse hier auf Mallorca, die haben wir noch nicht ganz raus. Also heute früh im Reading hat es ja dann plötzlich mal geregnet hier im Wintergarten. Das war dann ziemlich laut. Jetzt scheint wieder die Sonne. Als ich um 5 Uhr früh neulich das Video gemacht habe, habe ich kein Licht gefunden, was das Ganze gut erleuchtet hätte. Also bitte habt da noch ein bisschen Geduld mit uns. Dieser Wintergarten hier auf unserer Finca ist einfach ein unglaublich schöner Kraftplatz. Und wir wollen im Prinzip die Readings hier machen, die Videos für euch hier aufnehmen. Und deswegen kann es natürlich sein, dass das andere oder eine Video vielleicht von der Qualität her nicht optimal ist, aber es kommt ja vor allem darauf an, was wir euch erzählen, was wir sagen. Und deswegen seht uns einfach nach, wenn das Licht mal ein bisschen komisch ist, wenn es plötzlich mal einen Schatten gibt oder eine Spiegelung, dann ja, habt bitte Verständnis dafür. Vielen Dank. Ja, meine Lieben, wir sehen hier eine Legung, die Micha gemacht hat für das Kollektiv der Gefühlsklärer. Ich bin immer wieder überrascht. Ich habe das ja früher selbst gemacht, diese Legungen, und trotzdem spüre ich immer wieder, dass Micha einfach eine bessere Anbindung hat an das Kollektiv der Gefühlsklärer, weil er letztendlich eben so lange Zeit in dieser Gruppe sozusagen war. Und ich denke, die beiden Readings könnten nicht stimmiger sein, wie die hier gefallen sind. Wenn du das Video von heute Morgen gesehen hast, da ging es ja hauptsächlich um dieses Gefühl, das im Kollektiv der Loslasser derzeit herrscht, dass man sich, ja, wenn vielleicht auch unterbewusst, ärgert oder sogar frustriert darüber ist, dass diese Arbeit an einem selbst, ja, die ja die meisten von euch jetzt wundervoll absolvieren in den letzten Wochen und Monaten, dass die eventuell noch keine Früchte trägt. Und ich sagte heute Morgen noch, und du siehst hier schon die Stabkönigin, ja, die wird dir bekannt vorkommen, wenn du das Video gesehen hast, wenn es dir gelingt, dich wirklich in die Energie dieser Königin zu entwickeln, dann wird dieser Prozess auf eine neue Stufe gehoben. Und jetzt kommt das Interessante vielleicht auch für euch, ich habe Micha, und ich schwöre, vorher nicht gesagt, ich soll vom Stuhl fallen, wenn es anders ist, nicht gesagt, welche Energien ich wahrgenommen habe für das Loslasser-Kollektiv, ja, und als er jetzt gerade die Legung gemacht hat und ich habe die beiden Karten in der Hauptenergie gesehen, ja, war ich wirklich vollkommen perplex und ich sagte dann, kannst du dir das vorstellen, die Stabkönigin war heute Morgen hier die letzte Karte, ja, die ich erhalten hatte auf meine Frage, wie entwickelt sich alles weiter im Dezember und ich, ja, in Richtung Dezember. Und ich sagte noch, wenn du in diese Unabhängigkeit findest, wirklich dich vollkommen auf dich fokussierst und dein eigenes Leben zelebrierst, dann wird gehörige ja, Transformation stattfinden und das liegt hier. Also wirklich stimmiger geht's nicht. Das heißt für mich auch, und es ist vielleicht für euch auch hilfreich zu wissen, wenn du also mit dieser Legung heute für das Kollektiv der Loslasser gut in Resonanz gegangen bist, darfst du auch davon ausgehen, dass es deinem Seelenpartner, deiner Seelenpartnerin ähnlich geht, wie es hier liegt. Natürlich können diese Legungen nie auf alle Menschen genau passen, aber ja, wenn ihr seelisch verbunden seid und du bist mit dem ersten Part in Resonanz gegangen, dann dürfte das auch stimmen. Okay, wir werden euch die Karten so ein bisschen im Duett präsentieren sozusagen. Ich bin ja bei diesen Readings immer dazu geneigt, den Micha ein bisschen zu löchern, ja, ihn etwas auszufragen, denn euch interessiert ja immer dann die Sicht des Gefühlsklärers. Micha hat also als allererste Karte auf die Frage
welche Hauptenergie umfängt ihn jetzt im November die Stabkönigin erhalten? Und das nehmen wir also quasi für dich in Unabhängigkeit wahr. Möglicherweise hast du dich schon ein Stück weit zurückgezogen, ein Stück weit distanziert, bist nicht mehr in der bedürftigen Energie ihm oder ihr gegenüber. Ja? Und das verursacht ihm allerdings im Moment oder jetzt dann im November etwas Schmerz. Ja? Die drei Schwerter, das ist eine Karte, die steht für Herzschmerz, für Kummer, aber auch für schmerzliche Erkenntnisse. Und jetzt fragen wir gleich mal den Micha. Also wer unseren Prozess kennt, der weiß ja, dass wir letztes Jahr im März, April so eine sehr, sehr große Auseinandersetzung hatten. Ich habe mich dann vollkommen zurückgezogen und wir hatten ja dann monatelang keinen Kontakt. Und genau das ist das Erstaunliche in den Seelenpartnerprozessen. Genau dadurch, dass wir eigentlich keinen Kontakt hatten, ist aber etwas in Micha passiert, obwohl er ja von mir nicht wirklich was erfahren oder gehört hatte. Und trotzdem ist genau das, was hier liegt, ja aufgetreten. Vielleicht kannst du noch mal kurz dazu etwas sagen. Wie hast du das gespürt oder was war plötzlich anders, als ich dann in diese Stabkönigin-Energie gekommen bin? Naja, ich habe es ja euch schon des Öfteren mitgeteilt. Das Problem war ja zu der Zeit letztes Jahr, dass sich plötzlich bei mir körperliche Schmerzen eingestellt haben, die ich ja vorher nie kannte, nie hatte. Und jetzt nach den ganzen Erfahrungen, auch da ich jetzt hier mitarbeite und auch viel jetzt gelernt habe, ist es mir natürlich auch jetzt bewusst, dass es einfach auch ja, der Cut dieser Energieübertragung war. Mhm. Dann, wie gesagt, ich habe es euch ja erzählt, es fing an mit Rückenschmerzen. Ich hatte Schmerzen, ich konnte teilweise nicht aus dem Bett, also ich musste mich rausrollen, weil ich mich nicht setzen konnte. Und es ging über Monate, bestimmt 2 oder 3 Monate. Und ich habe alles probiert. Und ich war ja zu der Zeit in China und dieses Tiger Tape und Akupunktur und alles hat immer geholfen. Ich hatte meinen Tennisarm, muss ich kurz erzählen, den wollten sie in Deutschland operieren. Das war bevor ich nach China bin und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Und hatte dann in China eine Chinesin, die hat mit Akupunktur den Tennisarm geheilt. Also ich konnte wirklich teilweise nicht mal mehr einen Stift vom Tisch hochheben. Solche Schmerzen hatte ich in den Ellbogen. Und die hat es mit Akupunktur wirklich super hinbekommen. Ich habe nie mehr Schmerzen gehabt. Und das war letztes Jahr eben so, dass das nicht wegging. Und dann war es mit dem Rücken einigermaßen okay, dann fingen die Knie an. Dann waren die Knie okay, dann fingen die Waden an. Ich habe gedacht, was ist los mit mir? So kannte ich mich überhaupt nicht. Und was interessant ist, ne, ich habe ja heute Morgen noch gesagt, Stabkönig oder auch Königin, ja, das ist das unabhängigste Element. Und bislang oder vor dieser Zeit war es bei uns ja auch so, dass ich dem Micha trotzdem immer mal wieder geschrieben hatte und habe ihm auch was Liebes gesagt oder er wusste, ich vermisse ihn, ja, ich wünsche mir ihn wieder an die Seite. Und allein, dass das aufgehört hat, weil, das habe ich heute früh ja sehr ausführlich erklärt in dem Video, weil ich es aufgegeben hatte, weil ich wirklich nicht mehr damit gerechnet habe, dass wir im Leben jemals wieder miteinander zu tun haben, ja, bin ich in diese Energie gekommen. Und dann, so wie es der Micha gerade richtig gesagt hat, hört dieser Energiefluss, der letztendlich ja wie eine Energieversorgung ist, auf, ja. Und dann merkt natürlich der andere, ganz gleich, ob es Schmerzen am Körper, an der Seele sind, ob es ihm psychisch schlecht geht, körperlich schlecht geht, merkt der andere, da ist etwas anders, da fehlt etwas. Und wenn das hier in der Hauptenergie liegt, das liegt ja in seinem Bewusstsein, darfst du auch davon ausgehen, dass er schon weiß, woran das liegt. Hast du eigentlich damals gedacht, dass das daher kommen könnte, dass nee. Wir plötzlich keinen Kontakt mehr haben? Nein, nein, nein. Ich war ja damals auch nicht so weit. Ich dachte 1000 Sachen. Mir war aber natürlich auch im letzten Jahr immer mehr bewusst, dass ich in der Beziehung, in der Ehe, in der ich mich befand, dass das so nicht mehr weitergehen kann.
Vielleicht war das auch der eine Prozess. Das weiß ich nicht. Das ist mir nur jetzt bewusst geworden, weil ich mit dir arbeite, weil ich jetzt diese Erfahrungen auch habe. Aber um ganz ehrlich zu sein, das war mir letztes Jahr nicht bewusst. Das Einzige, was mir bewusst war, war, dich vielleicht für immer verloren zu haben. Gut, aber das passt ja auch dazu, jetzt ganz unabhängig von den Schmerzen, ja. Denn die Stabkönigin ist ja auch eine, er sieht dich ja auch als tolle Frau. Die Stabkönigin, das ist eine sinnliche Frau, die hat sehr viel Sexappeal, die ruht in sich, die ist in sich stabil. Und immer dann, wenn du dich ein Stück weit eben aus dieser bedürftigen Energie heraus entwickelst, hat er ja auch diese Meinung von dir, ja? Es ist ja ein megamäßiger Unterschied, ob eine Frau einem Mann immer wieder schreibt, oh Gott, ich vermisse dich so, ich kann ohne dich nicht sein, wann kommst du endlich zurück? Oder ob eine Frau sich dann eben gar nicht mehr meldet, ja? Oder vielleicht auf eine Nachricht auch mal nicht reagiert oder vielleicht, was weiß ich, wenn du auf Facebook irgendwie postest, dass du Spaß hast mit Freundinnen oder, dann erscheinst du ihm ja auch in dieser Energie. Und was Micha gerade gesagt hat, ich hatte heute früh ja schon diesen Teufel hier liegen, wo ich gesagt habe, dein Seelenpartner könnte sich in einer gewissen Situation befinden, die im weitesten Sinne entweder mit einer anderen Frau, also in einer Beziehung oder im Falle, du schaust für eine Frau mit dem anderen Mann, also einer noch bestehenden Beziehung zusammenhängt oder aber auch mit Drogen, mit Alkohol, mit Ablenkung und sehr interessant in die Vergangenheit fielen hier die drei Kelche. Und die Karte symbolisiert jetzt alles, ja? Die drei Kelche ist auch eine Karte für Feiern, das ist die Erntedankkarte. Diese Frauen feiern ihren Ernteertrag sozusagen. Ich glaube, er war sich in der Vergangenheit deiner selbst sehr sicher, ja. Aber Micha hat dann um eine Klärungskarte gebeten und hier bekommen wir nochmal den deutlichen Hinweis darauf, dass das Reading vor allem stimmig sein könnte, wenn hier noch eine andere Frau involviert ist. Ganz wichtig, das muss nicht eine Partnerin sein. Es könnte sich auch um eine Freundin handeln, um eine Verwandte handeln, vielleicht die Mutter handeln. Es gibt eine weibliche Energie, die hier sozusagen mitmischt, ja. Wir haben das übrigens in unseren Readings sehr, sehr häufig, also vor allem in den persönlichen Readings, die wir für euch machen, dass wir die Erfahrung machen, dass der Seelenpartner sich oftmals beeinflussen lässt von einer, in Anführungszeichen, guten Freundin, die allerdings selber an ihm interessiert ist. Ja, ja. Das habe ich ganz oft, ja, dass man hier dann sozusagen denkt, man ist gut beraten, wenn man sich mit einer Frau austauscht, aber diese Frau hat selber ein Auge auf diesen Mann geworfen und wird ihm deswegen immer wieder von dir abraten. Also sowas liegt hier. Oder eben noch eine bestehende Beziehung, ja, oder aber auch, wenn wir nur die drei Kelche nehmen, tatsächlich auch ein, vielleicht sogar ernstzunehmendes Ablenkungsproblem mit irgendwelchen Substanzen. Das hatte ich heute früh ganz deutlich gefühlt. Ich habe ja dann auch erzählt, auch Micha hat immer mal was getrunken am Wochenende, hat mir genau dann auch immer sehr, sehr emotionale Nachrichten geschrieben. Ich habe mir Hoffnung gemacht und am nächsten Tag war wieder alles vorbei, ja. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Schlange steht auch im Lenormand für die Heilung, ja. Also wenn das für deinen Seelenpartner zutrifft, dass er eventuell ein ernstzunehmendes Problem hat mit Drogen, Alkohol, solchen Dingen sich da leicht ablenkt, dann könnte das auch hier im Oktober sehr präsent gewesen sein. So, wir schauen mal ins Unterbewusstsein und da kommt jetzt was Interessantes. Hier fällt zunächst mal der Ritter der Schwerter. Also in seinem Unterbewusstsein hat er hier vor etwas Angst. Ja, der Ritter der Schwerter, das ist ja einer, der kommt mit erhobenem Schwert. Wir hatten das vor allem in den Erdzeichenlegungen in den letzten Monaten immer wieder, dass viele Jungfrauen, Steinböcke oder Stiere noch vor einer Entscheidung zurückschrecken, weil es da ein Luftzeichen gibt, das eventuell sehr viel dagegen haben könnte. Diese Kombination Erde und Luft ist sehr, sehr explosiv. Das ist, da ist Feuer dahinter. Und wir hatten auch immer wieder, wenn ihr euch erinnert, bei den Seelengefährten-Readings für die Gefühlsklärer, diese Angst vor Anfeindung im Außen. Und jetzt fällt hier zur Klärung der Park, das ist die Öffentlichkeit. Also was ich hier spüre ist, dass auch wenn sich vielleicht dein Seelenpartner darüber gar nicht bewusst ist, in seinem Unterbewusstsein große Ängste vor der Reaktion im Außen liegen,
sollte er eine Entscheidung treffen, die vielleicht nicht allen in den Kram passt. Und hier kommt mir komischerweise immer wieder eine Mutter, eine Freundin, eine Bekannte. Ich weiß nicht, woher dieser Impuls kommt. Vielleicht ist es für einige von euch besonders stimmig in dieser Konstellation. Es gibt hier eine Frau. Wenn er oder sie noch verheiratet ist, ja, dann kann es natürlich auch sein, bei geringsten Bekundungen von Trennungsabsichten, ja, kommt hier sofort das erhobene Schwert zu wehe, ja, wehe, du stiehlst dich hier vielleicht aus der familiären Verantwortung, wehe, du lässt mich hier alleine sitzen, ja, das schlechte Gewissen schlägt hier zu und das passiert im Unterbewusstsein. Aber wir haben das heute Morgen gehört, ja, oder beziehungsweise vorhin, ich habe es ja vorhin dann veröffentlicht, das Video, dass im Kollektiv der Loslasser im Unterbewusstsein immer noch dieses Festhalten ist, ja, dieses nach dem Motto, jetzt tue ich schon alles, um mich weiterzuentwickeln, warum kommt denn der andere nicht in die Puschen? Und wieder sage ich, und das betone ich in den Videos, wenn immer eine Karte für das Unterbewusstsein fällt, unser gesamtes Dasein wird zu 90-95% aus dem Unterbewusstsein heraus gesteuert. Bei Micha war es ja auch so, allerdings glaube ich, war es bei dir nicht nur unbewusst, bei dir war das ganz bewusst, ne? Dass du Angst hattest vor der Reaktion anderer Leute. Ja, natürlich. Das war ja auch durch den Job, die Freunde, Familie weniger, weil ich immer dachte, meine Mutter steht da hinter meinen Entscheidungen, was sie ja nicht getan hat, im Gegenteil, was ich absolut akzeptiere im Nachhinein. Das ist ihr Leben, ich habe mein Leben. Und aber die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit, natürlich. Das war die Öffentlichkeit, weil es war ja auch, ich war in leitender Position, hatte viel mit großen Konzernen zu tun, mit den CEOs, mit den ganzen Gesellschaftern. Und da muss man natürlich auch, oder man denkt sich da oftmals, was könnten denn die anderen sagen, wenn man sich für solche Sachen entscheidet, die jetzt nicht planmäßig in denen ihren Alltag passen. Ja, da möchte man auch so eine heile Weltfamilie ja, natürlich, präsentieren. Ja, natürlich, ne? So, dass das alles passt. Und du bist natürlich dann auch ganz anders angesehen. Aber im Nachhinein, jetzt muss ich es immer wieder betonen und ich hoffe auch, dass hier Männer zu sehen, das Wichtigste am Ende des Tages ist einer selbst. Also das bist immer du selbst. Und das Glück, was du erreichen kannst, das Glück mit der Wunschpartnerin, mit einer Seelenpartnerin, ist alles oder stellt alles andere in den Hintergrund. Und deshalb so früh, so schnell es geht, die Entscheidung zu treffen. Alles andere ist eine langwierige Sache, die wirklich einem selbst so viel Kraft kostet. Ja, und diese Energie, die kennt der Michael nur allzu gut, die hier gefallen ist. So sieht dein Seelenpartner das selber. Da fallen die zwei Münzen. Er wägt ab. Er überlegt hin und her. Ja, zur Klärung haben wir die Lilien. Das ist jetzt wieder die Familie, ja, auf der einen Seite, aber es ist auch die Sexualität. Und genau das ist im Grunde, beschreibt die Karte, auch die beiden zu konträren Bedeutungen, beschreiben diese zwei Münzen. Ja. Auf der einen Seite der verantwortungsvolle Familienvater, der nach außen hin diese heile Welt aufrechterhalten möchte, aber insgeheim sehnt er sich im Prinzip nach Leidenschaft, nach Sexualität, nach Hingabe, nach dieser Erfüllung in einer Beziehung, die er zu Hause nicht hat. Ja, und bleiben wir nochmal bei der Mutter. Dauernd geht mir die Mutter nicht aus dem Kopf mit der Schlange. Ja, das ist auch die Energie für so alte Familienstrukturen. Es könnte durchaus auch sein, dass es hier jetzt speziell um einen Menschen geht, der noch so ein bisschen in Abhängigkeit auch von dem Rat der Mutter ist. Ja, das würde auch zu dem Teufel von vorhin passen, der in die Loslasserlegung hier gefallen ist. Ja, das ist auch eine abhängige Beziehung. Wenn man sich fragt, ja,
was sagt denn meine Mutter, was sagen meine Eltern? Und wir erleben das immer wieder bei euch, meine Lieben, wir machen Coachings, wir machen Readings mit 50-jährigen Frauen, auch Männern, ja, die sich noch immer bei jeder Entscheidung fragen, was sagen meine Eltern dazu? Ja, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, wirklich immer wieder zu sehen, wir entwickeln uns doch aus dieser Kindrolle heraus. Und man sollte sich ab einem gewissen Alter wirklich begegnen auf Augenhöhe mit den Eltern. Ja, und das könnte sein, dass das hier einfach bei deinem Seelenpartner noch nicht der Fall ist. So, und jetzt kommt was Schönes, jetzt fällst du nämlich in die Legung. Der Xaver trinkt im Hintergrund, den kennt ihr ja auch, vielleicht hört ihr das auch, ja. Ja, das ist hier das Leben auf der Finca. Xaver, also jetzt reicht schon. So, was ist passiert in seinem Außen, in seiner Umgebung? Und das sind die 9 Kelche, das bist du. Du bist dabei, diese 9 Kelche zu füllen für dich, ja. Das ist absolut eindeutig die Energie hier dieser Stabkönigin. Und als Klärungskarte fällt das Schiff. Schaut mal, das Schiff bewegt sich hier aus der Legung raus, was nichts weiter bedeutet, dass das, was er hier mitbekommt, tatsächlich ist, dass er befürchtet, du könntest so in deine Kraft kommen und weg sein. Micha sagte es ja, durch diese Kontaktlosigkeit quasi im letzten Jahr, ne, hast du ja auch immer mal gedacht, was ist denn, wenn sie sich jetzt nicht mehr meldet? Oder was ist denn, wenn du zum Beispiel mal über jemanden anderen, der uns jetzt beide kennt oder über Facebook oder sonstiges, erfahren würdest, ja, ich hätte vielleicht wieder eine Beziehung oder was weiß ich. Das ist deine Energie, also du fällst hier sehr, sehr, sehr gut in deiner Kraft ins Kartenblatt, ja. Also ich hoffe, dass das natürlich ein Ansporn für dich ist, weiter an dir zu arbeiten, denn das sieht richtig gut aus jetzt. So, jetzt kommt was Interessantes, seine Hoffnungen oder Ängste. Er hofft, aus dieser Situation herauszukommen. Besonders stimmig ist das dafür, wenn ihr euch vielleicht lange nicht gesehen habt, wenn ihr vielleicht sogar voneinander weiter entfernt wohnt. Ich glaube, da ist große Hoffnung auf ein Wiedersehen. Geht natürlich einher mit der Verlustangst, ja? Denn es ist ja immer so, wenn wir in einer Situation sind und wissen, aha, von allein verändert sich da nichts, ja, und haben dann die Hoffnung, wirklich, dass wir selber die Kraft finden, diesen Ort zu verlassen, dann ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Wir dürfen auch nicht vergessen, die großen Arcana-Karten, ja, und das ist hier eine, haben mehr Gewicht als die kleinen Arcana-Karten. Und es fällt zur Klärung die Sonne. Und ich habe heute früh, oder also in dem Video, das ich vorhin gemacht habe, gesagt, dass er oder sie sich nach Leichtigkeit im Leben sehnt. Und das kommt hier so schön raus, ja. Also er oder sie verspürt den Wunsch, sich quasi auf den Weg zu machen in Richtung Sonne. Da, wo er oder sie jetzt ist, da scheint die Sonne nicht. Und das ist die Hoffnung. Und das ist natürlich eine sehr, sehr positive Energie, denn es könnten jetzt hier auch wieder Ängste fallen. Es fällt diesmal an der Stelle keine Karte für die Angst. Was aber wiederum, ja, die Stabkönigin hält auch die Sonnenblume in der Hand, damit zu tun hat, wie weit du bereits in dieser Energie der Stabkönigin ist. Wenn wir in Richtung Dezember schauen, da fällt auch eine sehr gute Karte, die 8 Münzen. Das ist die Karte, die steht für die Arbeit an sich selbst, ja. Ich glaube, dieser Mensch, dessen Energie wir heute hier erfasst haben, hat schon verstanden, dass es darum geht, einen Schritt in Richtung Kutschbock zu machen. Ja, ich sage ja zu dem Wagen oftmals, hier sitzt jemand auf dem Kutschbock seines Lebens, hat die Zügel wieder in der Hand. Und er scheint sich hier große Gedanken darüber zu machen, denn er fällt hier selbst zur Klärung, authentisch seinen Weg zu gehen. Und deswegen finde ich das auch immer so schön, dass Micha auch diesen großen Zwiespalt schildert, der ja herrscht zwischen dem auf der einen Seite, das ist ja auch dieses Abwägen hier, darauf zu achten, was sagen denn die anderen, wie bin ich denn angesehen, wenn ich die und die Entscheidung treffe, aber trotzdem kommt ja immer wieder dieser Gedanke durch, eigentlich ist es doch mein Leben. Eigentlich muss ich doch glücklich sein. Was nützt mir denn, wenn der
Big Boss vom Konzern so und so für einen Abend lang eine heile Welt vorgemacht bekommt mit, was weiß ich, Frau und Kindern oder sonstiges, ja. Aber im Endeffekt gehe ich mit der Frau wieder nach Hause, liege neben ihr im Bett und vermisse aber jemand ganz anderen. Und so war es, oder? Meistens. Also, so war es immer, aber meistens war es auch wirklich so, wie du gesagt hast, wenn du mit jemandem dich triffst, die heile Welt vorzuspielen. Mhm. Und das ist aber ja auch schlimm. Du weißt es im tief im Herzen, du weißt es im Bewusstsein, dass du hier Show for Customer machst und wie du gesagt hast, du gehst aber dann mit der Frau nach Hause und weißt, oh Gott, war das wieder ein verlogener Abend. Mhm. Und das auch selbst, das nagt am Selbstwert eines Menschen, also es hat auch an meinem Selbstwert genagt, weil ich bin normalerweise nicht derjenige, der hier eine Rolle einnehmen möchte, die er nicht ist. Und deshalb hat mir das auch immer ja, sehr zu denken gegeben. Und zu denken gibt mir auch hier der Rat der göttlichen Führung, denn die bringt den Fisch im Kelch. Und das ist jetzt klasse. Passt auf, meine Lieben. Das bist ja du mit deinen neuen Kelchen, ne? Und in deiner Hauptenergie, die allererste Karte in deiner Legung, waren ja die 10 Kelche. So, was passiert jetzt aber, wenn dieser Mensch nicht etwa mit einem gefüllten Kelch zu dir kommt, sondern nur mit dem Fisch? Die 10 Kelche werden nicht gefüllt. Und genau das sagt die geistige Welt hier mit dieser Karte. Ja? Die sagt, wenn du weiterhin nur den Fisch im Kelch reichst, und zwar im Prinzip, so wie der Micha das gerade beschrieben hat, mit dieser Lüge, die man lebt, ja eigentlich allen Beteiligten. Ja? Natürlich. Also ja auch die, falls er noch in einer Beziehung ist, oder die Mutter oder das Kind oder jeder, ja, bekommt nur den Fisch im Kelch gereicht, genau wie du. Weil wenn nicht authentisch geliebt wird und das auch gelebt wird, bekommt keiner den gefüllten Kelch der Liebe. Und wie Micha gerade gesagt hat, es nagt auch an einem selbst. Also auch die Selbstliebe leidet darunter. Denn wenn ich immer wieder etwas tue, wobei ich aber meine Selbstwertschätzung mit Füßen trete, genau, kann ich mich nicht selber lieben. Und die geistige Welt sagt hier ganz klar, mit dem Fisch im Kelch machst du ihre 9 Kelche nicht voll zu den 10. Also krasse Legung, wirklich, meine Lieben. Und wir haben den Narr an der Unterseite des Decks. Jawohl, Tabula Rasa müsste er machen oder sie. Ja, einmal wirklich sagen, das Buch ist zu. So wie es bei dir gefallen ist, an der Unterseite des Lenormands lag das geschlossene Buch. Ich sagte noch, dieses Kapitel zwischen euch muss einmal zu Ende kommen. Ja, und der Narr und auch der Klee, schaut mal, an der Unterseite des Lenormands liegt der Klee, ja. Beide Karten bestätigen noch einmal, wie groß die Sehnsucht dieses Menschen nach Leichtigkeit ist. Ja? Das wird immer schwerer. So wie Micha erzählt hat von den Rückenschmerzen, von den Kniebeschwerden. Der Rücken sagt aus, ich mute mir zu viel Last zu. Die Knie, wenn nicht funktionieren, zeigen uns an, psychosomatisch betrachtet, ich muss vorwärts gehen, ja, mein Vorwärtsgehen ist blockiert, genauso wie die Waden, die brauche ich auch, um mich vorwärts zu bewegen. Aber dass es deinem Seelenpartner vielleicht dann ein bisschen schlechter geht, wenn es dir besser geht, ja, ist Teil des Prozesses. Und bei vielen ist es schon so und nach wie vor bin ich der Meinung, dass bis zum Jahr 2022 wirklich ganz viel passiert im Kollektiv, weil das Kollektiv der Loslasser wirklich in sich selbst ruht, in die eigene Kraft findet und ja, das eigene Selbstwertgefühl nach oben pusht. Und das bringt dann wiederum die Veränderung im Kollektiv der Gegenseite. Ja, meine Lieben, sehr stimmig die beiden Readings. Ein spannender Monat liegt da vor uns. Wir freuen uns auf alles, was kommt, auf alles, was wir mit euch teilen dürfen und danken euch sehr für eure Treue, für eure Unterstützung und natürlich auch für jeden Energieausgleich, den ihr uns zukommen lasst für unsere kostenlose Arbeit hier auf YouTube. Das ermöglicht uns einfach dafür, noch mehr Zeit zu haben, Zeit zu investieren, um euch bestmöglichst unterstützen zu können.
Ja, dann senden wir mal ganz liebe Grüße aus dem jetzt wieder sonnigen Mallorca und sagen tschüss, bis bald, die Uli. Und der Micha. Macht's gut, meine Lieben. Ciao. Tschüss.